Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 74 von Towns. Laden wir unseren Spielstand. So, und dann sind wir auch schon drinne. Die Klamotten werden alle nicht weitergemacht, das ist echt schade. Hier unten haben wir jetzt einen Ofen dazu bekommen. Eine Schüssel ist ja auch schon da. Das ist ja schon mal was wert. Hier haben wir einen Back zwei Tische schon. Oh. Ist ja auch schon vorangegangen. Fehlt aber sowas wie ein Ofen und sowas noch. Wäre schön, wenn das dann auch produziert wird. Hier der Tisch kommt auch nicht voran. Ups, einen zu tief. Die Küche ist wie gesagt auch etwas klein. Da müssen auch erst noch neue Sachen gemacht werden. Die will aber keiner machen. Das sind alles faule Bazillen hier. Da oben ist auch noch nicht richtig weiter. Da haben wir zwar einen Schrank mehr, aber am Ende ist es doch nicht mehr. Gucken wir mal runter. Wir sind ja noch eine ganze Etage tiefer. Oh, da wird schon gekämpft. Ein Held gegen einen grünen Schleim. Und da ist er auch schon kaputt. Und naja, da sind auch schon einige kaputt, ne? Den müssen wir da mal rausholen, wa? Da auch. Wo läuft er jetzt hin? Mal gucken. Oh, er legt sich gleich hier mit einem Zyklop an. Mal hoffen, dass er den auch schafft. Und ein roter Schleim kommt da jetzt auch noch zu. Aber unser Hero ist noch healthy, also gesund. Ja, das sollte dann nicht so die Schwierigkeit für ihn sein, sehe ich gerade mal, ne? Ist ja ziemlich kampfstark. Okay, da kommen noch zwei. Ein Goblin Leader und ein Red Slime. Der Goblin Leader muss. Ne, der Red Slime muss als erstes dran glauben. Das dürfte aber nicht das Problem für unseren Helden sein, würde ich mal sagen, ne? Jetzt hat er sich eine neue Waffe genommen, eine bessere wohl. Wow. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Ich will mal hoffen, dass es eine bessere war, weiß man ja nicht. Gut, da haben wir auch schon. Da, der nächste. Den macht er auch kaputt, das ist auch gut. Da bleiben uns nur Knochen über. So, wo geht er jetzt hin? Gedenkpause hat er gemacht. Und jetzt geht er hoch, oder? Nein, er geht hier lang. Na. Können wir hier eine Stufe schneller stellen? Ja. So, was guckt er sich jetzt an? Ah, da ist ein Gang und da ist ein Giant Spider. Oh, und dann sind einige mehr da. Oh, das wird jetzt wieder eng dann. Aber da kommt ein zweiter. Oh, da haben wir aber Glück. Die zwei können sich da bestimmt besser verteidigen. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Jetzt haben wir hier einen Hobgoblin. Einen Kaiser von Hobgoblins, aber der ist auch schon tot. Ja, da wird gerade richtig Platz gemacht, ne? Ja, die sind schon ein bisschen kräftiger und er haut jetzt ab. Warum? Ah, das ist, wenn die laufen, kann man das so schlecht sehen, ne? Na, hol auf und schlag ihn. Da ist er. Aber da kriegt er gleich einen. Ja, da ist schon vorbei. Da hat es schon geklappt. Wunderbar. Hier ist nichts mehr geworden, da auch nicht. Da wird geerntet, das ist gut. Holz haben wir noch liegen. Getreide wird geholt, Essen wird also gemacht. Ja, hier müssten mal ein paar, ne, ja, Leichen auf den Friedhof gebracht werden. Aber der, ne, der ist nicht voll, den haben wir noch erweitert. Das passt schon. Hier unten können auch noch ein paar Fallen gebaut werden. Wird auch nicht gemacht. Das ist ein bisschen schade. Was haben wir denn hier für zwei Sachen noch? Kann ich mich gar nicht mehr dran entsinnen. Naja, wir werden sehen, wenn es dann angelegt wird, ne? Waren das Bäume? Äpfelbäume oder sowas? Könnte sein. So, er ist hier unten am Kämpfen. Das sieht aber gut aus. Der ist schon verwundet. Ja, haben sie auch schon kaputt gemacht. Das ist gut. Oh, der Raum ist, hat keinen weiteren Gang. Interessant. Und hier ist lauter Eisen zum Abbauen. Das ist auch gut.
Ja, da geht's weiter und da geht's weiter und hier oben. Oh, da oben sind auch noch mal zwei Stellen, wo es weitergeht. Das ist ja schön. Was haben wir hier für ein Ding? Ein Bone Club, Knochenkeule. Ah, er geht hier weiter. Wollen wir mal schauen. Oh, da stehen sie schon Schlange. Einen hat er geschafft. Zwei hat er geschafft. Kein Problem also. Oh, da sind aber einige mehr dran. Na, solange es nur zwei sind, sehe ich mal, ist das für ihn nicht das Problem. Aber wenn dann drei oder vier auf ihn kommen, dann wird es schon schwieriger. Aber der hat verdammt gute Werte hier. Naja, durch die Kämpfe jetzt steigt auch natürlich sein Level, seine Erfahrung. Komm, den nimmst noch mit, dann haben wir da auch aufgeräumt. Der Raum ist auch schon abgeschlossen, geht also nur noch da weiter. Irgendwo ist der andere unterwegs und der macht auch einen nach dem anderen platt. Da. Gut. Ja, auch alle. Ach, das waren zwei sogar. Ah, schau mal an. Die gehen jetzt aber auch erstmal hoch. Entweder sich regenerieren oder was essen oder so. Ja, aber wir fangen schon schön hier an aufzuräumen. Ne, der geht doch nicht hoch. Der geht hier weiter. Und hat da auch schon einen gefunden, den er gleich bekämpfen kann. Leicht verwundet ist er. Na, den auch noch. Na, da muss er sich gegen zwei gleich durchsetzen, ne? Obwohl der eine geht wieder weg. Na, der kriegt's aber auch noch auf die Mütze. Und da geht's noch weiter und noch einen. Und dann kommt ein Raum. Ja, und der Schleim kriegt auch ein und da gibt es auch noch weitere Ringe. Aber ich glaube, das ist jetzt hier Zeit, dass er auch gleich den Rückzieher macht, ne? Oder hat er irgendwas gemacht? Confused sind die alle. Oh, sehr interessant. Die wissen also nicht, wo es lang geht. Respekt. Und die bleiben da. Das ist schön. Das hat er gut gemacht. Muss man ja lassen. So. Hier mal gerade reingeschaut. Sind ja nicht mehr so viele jetzt, dummerweise. Hier ist noch ein Holzhelm. Bestimmt was Schickeres. Samurai-Helm. Die Holzklasse, die können wir jetzt mal aussortieren, da auch. Spider-Red ist besser. Und hier haben wir auch noch einen Eisenhelm, der ist auch noch besser. Gut, hier sind noch Holzdinger, die können wir vielleicht auch noch austauschen. Und das müsste auch besser sein, genau. Haben wir nicht mehr. 395. Ah, doch, da ist noch einer, was besser ist. Dann kriegt er das auch gleich an. Obwohl, hier war noch 321, da haben wir bestimmt auch noch was. 342, 44. Soll er die doch anziehen? Was ist das hier? Damage 850, 808. Oh, guck mal, die Keule ist ziemlich gut. 599. 599 ist schwach oder tief. Gucken wir mal, ob wir was Besseres haben. Da haben wir ja reichlich von. Ja, auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen 704er. Das sind da 200er Sachen. 500, 300, 300, 400, 200, 587. Das da unten, was hat das? 761. Das ist also noch besser wie 704. Das ist ein Hobgoblin Head. Gucken. Okay. Ja, die drei ziehen sich nur, holen sich nur Sachen wahrscheinlich dann, wenn es dann, ne, da rumliegt und sie sehen, das ist die bessere Qualität, denen können wir das dann nur vielleicht in ihren Räumen oder haben wir ja gemacht, glaube, ne, oben. Hier haben wir ja einen Waffenständer und da können die eigentlich, kommen die ja eigentlich dran vorbei und können schauen, was da Besseres drin ist. Da ist sogar auch mal was reingemacht. Die Holzhosen sind da drin. Ja, gut.
Hier unten ist, oh, da ist noch ein Schlachttisch hingekommen und der wird auch rege benutzt, sehe ich gerade. Das ist super. Das ist super, dass das auch gleich benutzt wird. Der wird ja auch benutzt. Aber da müssen wir erst hier welche haben. Destroy Butcher's Table wäre dann angesagt, aber das wollen wir ja nicht. Spiel ist in Pause, kann das sein? Warum pausiert er? Wegen einer Karawane. Dann wollen wir mal die Karawane kommen lassen und gucken, was da kommt. Da holt sich einer das Fleisch und läuft zu dem Ofen, oder was? Ne, da, zum Table, da. Ja, macht auf jeden Fall was zu essen. Und jetzt ist die Karawane da. Das heißt, wir können mal gucken, was er dabei hat. Ah, alles Holzsachen. Das ist natürlich nichts Dolles für uns, ne? Was ist das hier? Ein Wooden Door sein. Ja, das brauchen wir nicht wirklich, ne? Schrank. Komm, wir nehmen zwei Schränke, damit wir da eben was anbieten können. Das kann alles weg. Und noch einen. So, dann ist er zufrieden. Tauschen wir. Weiterlaufen lassen. Wunderbar. Ja. Gut, da geht's weiter. Das ist alles okay. Wie sieht's hier aus? Die Treppe ist immer noch nicht da. Das ist ein bisschen schade. Hier drinnen, das mit den Tischen klappt auch noch nicht. Liegt's daran, dass wir nicht genug Steine haben? Gucken wir mal. Könnte sein, oder? Nee, da liegt auf jeden Fall noch eine ganze Reihe. Dann ist bestimmt woanders auch noch was. Kohle ist auch da. Hier noch Steine und Mass. Also das ist nicht das Problem. Der Gang geht durch. Ah, hier wollen wir noch was machen. Das sollten wir gerade auch noch mal in Auftrag geben. Damit wir da auch einen Gang haben, der kürzer darüber geht. Shift-Taste nicht vergessen, ne? Da können sie noch zwei Steine reinkloppen dann. Hier war die Treppe, naja. Tjo. Ja, da sind ganz viele Sachen drin im Endeffekt. Gucken wir mal gerade nach unten. War das schon das Neue? Ja, das ist hier das Neue. Da geht's noch weiter. Da geht's auch weiter. Wir können, sehe ich gerade hier, dieses Hobgoblin-Nit dann mal umbauen, ne? Umbauen, sage ich schon. Benutzen. Benutzen, um hier neue Rüstungen und Waffen zu haben. Ist das das hier, ne? Ich denke, die sind ja dann auch etwas stärker, ne? Ja, definitiv hier. 1, 2, 3. Von jedem mal einmal 3 machen und dann gucken, was passiert. Stopp, das war nur 2. Der läuft jetzt schon hinterher. Haben wir denn so viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da müssen wir noch ein paar bekämpfen, dass wir genug davon haben. 12 brauchen wir, also 5 fehlen, aber das wird schon klappen. Und dieser ist ja auch einer, oder? Ja, der gibt uns dann auch wieder eine Kugel. Ah, der bleibt hier. Läuft da wieder den Weg zurück. Krass. Der lässt sich gar nicht hier irritieren, der Held. Der läuft gleich dahin, wo er will. Jeden habe ich noch eine Rechnung offen, oder was? Aber drei auf ihn. Und dann läuft er auch schon wieder weg. Gucken wir, was hier passiert. Ah, oh Gott, dann sind das 2. Den hat er gleich geschlagen. Und da ist ein Geist schon aufgestanden, aber der ist auch schon Vergangenheit gerade geworden. Ja, gut. Das sieht doch prima aus hier. Kampfstark sind ja unsere Helden. Wäre nur besser, wenn wir ein paar mehr hätten, ne? Jetzt geht's denen hier wieder an den Kragen.
Was droppt denn der Zyklop eigentlich? So wirklich nix, ne? Können wir mal gerade beobachten. Da kommt er ja, das ist der Zyklop, ne? Ja. Knochen kommen vom Zyklop, also mehr nicht. Oh, da ist auch noch ein schicker Raum. 1, 2, 3, 4 jagen gleich hinterher, super. Spider Red ist das. Und Schleim haben wir auch noch. Da geht's noch weiter. Da ist noch einer in der Ecke. Hauptgoblin, dann kriegen wir wahrscheinlich auch wieder so ein gelbes Zeug. Sieht man nicht. Nee, hat's nicht gedroppt. Wo sind die? Da. Okay, hatten sie auch schon geschafft. Das ist wunderbar. Wo ist der Held hier? Der läuft zurück, alles klar. Ja, würde ich jetzt mal sagen, hier unten läuft es auch noch ganz gut. Die nächste Etage sollten wir uns dann doch aufsparen, indem wir dann erstmal bessere Rüstungen ankleiden. Ist so ein bisschen schwierig, denke ich mal, dann da unten zu gewinnen. Wie sieht's hier mit der Karawane aus? Haben wir da schon was rübergebracht? Sieht nicht so aus, ne? Ah, klar, deswegen nicht, weil wir nicht getauscht haben. Gut, das wird aber bestimmt gleich werden. Gehe ich mal von aus. Ja, da holt schon der Erste was und bringt das dahin. 2, 4, 5 Sachen noch. Da ist nächste. Nur noch 4 Sachen. Ist das Spiel jetzt in Pause? Ja, ne? Wenn ich das aufhabe, ist das in Pause. Alles klar. 3 Sachen. Hier fehlt es auch noch mit dem grünen Fußboden. Auch doof. Ja, die Karawane fährt schon. Das heißt, wir haben alles gekriegt, ne? Ja, gut. Hier ist, glaube ich, oder ist der Tisch auch schon? Ne, der Butcher's Table ist, glaube ich, auch neu gekommen, oder? Geht ja voran. Da wird auch schon eine Kuh geschlachtet. Oder ein Rind. Da ein Schwein. Wunderbar, funktioniert. Unsere Großküche ist besser wie hier die kleine, würde ich mal sagen, ne? Aber die wird auch noch benutzt. Ja, die wollen wir aber gleich ändern. Der Held wartet hier drinne im Market. Wird Holz abgebaut? Ich glaube ja, ne? Wie sieht es hier oben aus? Ist da was passiert? Sieht nicht wirklich so aus. Was liegt da? Wooden Snake Sword. Naja. Gut. Ah, hier sind schon mehrere Dingens hingekommen. Fässer, also es wird doch was gemacht, so ist nicht. Manage Row. Ja, da wird Gold eingelagert, den haben wir schon ausgewählt. Ich glaube, den haben wir auch ausgewählt, hier irgendeinen von nicht. Der aber, dann wahrscheinlich der nicht, denke ich mal. Doch, der stand da auch schon, interessanterweise. So, der war nicht. Da soll's Glas rein, das ist schon mal klar. Was war da drinne? Auch nix. In dem Fass. Da soll auch das Glas schon rein, aha. Das heißt, dieser braucht gar nicht viel Glas, der war schon über. Dann verbieten wir mal das Glas da und machen da Kohle rein. Was hat der hier für einen?
Der hat's Gold. Gut, wird gemacht. Müssen wir mal schauen. Da ist Essen. Butcher's Table. Okay, da wird jetzt auch im Rot schon auf Vorrat liegt der 1. Es wird wohl was gemacht. Ist ja schon mal was wert. Kann man hier eigentlich was einstellen? Ja, klar kann man da was einstellen. Ist das alles abgelehnt, ne? Genau. Ja, deswegen wird da auch nichts reingebracht wahrscheinlich. Das heißt, alles erlauben, was gebacken ist erstmal. Komplett Essenssachen rein. Alles erlauben. Nur die Früchte, die wollen wir nicht hier drin haben. Die lassen wir erstmal weg. Weil die sind ja hier erstmal. Die können wir eher hier reinmachen als Raummaterialien. Wenn es die denn dann gibt, aber die gibt es gar nicht. Stecken wir alles rein, oder was? Gut, machen wir. Passt schon. Da wird was reingelegt, das ist auch gut so. Da ist sogar ein Holz drin, sehe ich gerade. Ja, das ist nicht verkehrt. So, wie sieht's oben aus? Nix besser. Hier fehlt noch das grüne Zeug auf der Erde, der grüne Boden, genauso wie hier auch. Wird nicht gemacht. Da gibt's Spiegeleier ohne Ende, das ist gut. Essen wird auch gemacht, da reichlich. Gut. Okay. Wie sieht es denn mit dem Obst insgesamt aus? Da liegen genug Äpfel. Haben wir hier rechts noch Äpfel? Ich glaube auch, oder? Haben wir Äpfel, aber nicht jetzt so fertige. Lassen wir erstmal. Gehen wir mal nach unten gucken, was hier so los ist. Einen noch tiefer. Hier ist das Neue, oder? Und da ist schon ein Geist aufgestanden auch. Hier wird gerade irgendwo gekämpft. Wollen wir mal gucken. Hier hinten irgendwo. Ja, da. Und da ist der nächste dran. Da ist es okay. Hier ist die Treppe, da ist ein Raum. Zack, graben. Abkürzung machen. Mein. Und mein. Er läuft da schon wieder hoch. Oh, hier ist auch reichlich schon entdeckt worden wieder. Was ist das? Sipswand, da ist ein Feuerstab. Gut, alles prima. Scrabble, oder? Ja, Feuerstein. Ja, gut. Hier haben wir ganz viel Eisen. Da hinten können wir noch kämpfen lassen. Da kämpft einer sogar. Da geht es auch noch weiter, genauso wie dort. Das ist Kupfer, nein, Eisen. Okay, er hat sie alle hypnotisiert. Das passt, das ist gut. Was haben wir hier für ein schickes Schwert? Damage 1149. Gut, lassen wir erstmal liegen, falls ein Held vorbeikommt, dass er es vielleicht nimmt. Aber wir sind jetzt zeitlich dabei, dass wir das mal unterbrechen. Speichern wir ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.